Gerade eine Diskussion auf X entdeckt von einer Schreiberin auf Wowhead. Ja, ich weiß, dass es zum jetzigen Zeitpunkt Wunschdenken ist, aber in Anbetracht des Zustands, in dem der Pre-Patch veröffentlicht wurde, und der Art und Weise, wie die Beta-Tests laufen, hoffe ich für die Vernunft aller im Entwicklerteam, dass eine Verzögerung der Veröffentlichung wirklich in Betracht gezogen wird. Was würdest du dazu sagen? Ich glaube, das ist etwas, was bei vielen Games der vergangenen Jahre irgendwie wünschenswert gewesen wäre, ne? Aber selten geht es da ja nach dem Willen der Entwickler und was am besten für das Spiel wäre. Darum, ja, von mir aus. Also unser Urlaub ist geplant, solange sie das Addon jetzt nicht vorverlegen, wäre ich damit auch fein. Ich würde es jetzt natürlich nicht feiern, ich will das spielen. Aber wenn es eben vom Entwicklungsstand eine größere Shitshow als WoD werden würde, was ich nicht glaube, was ich nicht hoffe, ja, aber wenn wir jetzt diese Aussage nehmen, so, und deren gewisses Gewicht beimessen, dann klingt das natürlich alles andere als gut. Ja, damit sollte man jetzt, denke ich, nicht den Teufel an die Wand malen oder direkt schon Horrorvisionen der Garnisonsserver wieder erwecken. Aber klar, letztendlich wäre es immer gut zu sagen wie früher dieses Motto, ja, it's done when it's done. Aber so funktioniert der Markt nicht oder nicht mehr. Und darum, schätze ich, werden die Entwickler da genauso viel Pech haben wie wir, sollte das tatsächlich in dieser Zeit jetzt auf größere Probleme stoßen, was immer passieren kann. Aber nicht passieren muss, also häufig sind ja gerade die letzten Wochen und Monate für den Feinschliff da, ja, um nochmal gravierende Bugs auszumerzen und um nochmal das finale Scaling richtig in Form zu gießen und. Da haben wir jetzt ja auch noch Zeit, ist ja nicht so, als kommt es morgen und heute bist du bei jedem Schritt irgendwie DC. Oder als Magier hast du auf einmal Chaosblitz in der Leiste. Oder als Krieger kannst du nur noch Fernkampf machen. Also über solche Dinge reden wir dann ja auch nicht. Hoffe ich. Zumindest habe ich von denen nichts mitbekommen. Und sicherlich brodelt es immer richtig krass hinter den Kulissen, umso näher eben so ein Release auch rückt. Und sicherlich hat auch WoW in der Vergangenheit bewiesen, dass man da bei so einem Release-Day oder auch einer Release-Woche richtig massiv reinscheißen kann. Dazu jetzt im Pre-Patch diese massiven technischen Änderungen, die so, so viel auch im Hintergrund, auch im alten Content auf den Kopf gestellt haben. Aber eben auch die doch problemlosen Releases der letzten Add-ons, ja. Ich denke nicht an WoD oder so, ich denke wirklich an die letzten. Wo ich eigentlich problemlos und ziemlich bugfrei, gut, eine Quest kann immer ein bisschen spinnen oder du wartest mal auf einen NPC ein bisschen länger, musst mal die Quest neu starten, Standardscheiß, kann immer und überall passieren, aber eigentlich, finde ich, hatten sie da eine richtig tolle Entwicklung jetzt und haben da sehr viel richtig gemacht. Das Schlimmste in Anführungsstrichen, woran ich mich erinnern kann bei Dragonflight war, wo ich die Nacht durchgelevelt habe, direkt im azurblauen Gebirge. Da war dann irgendwie morgens um 3:30 oder so eine halbe Stunde Downtime, weil sie irgendwas fixen mussten. Also der Live-Support, der ist ja auch am Start. Und darum, ja, hat man natürlich immer, ich denke, durchaus nachvollziehbare Sorge so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich selber sehe jetzt noch nicht so den Grund, das sinkende Schiff irgendwie zu zeichnen, ja, und zu formen. Weil, was wir jetzt hier haben, sind eben die mit größten technischen Eingriffe in diesen Ur-Spaghetti-Code von WoW, die wir seit langem, vielleicht sogar seit jemals hatten, alles mit Fraktions-, Gilden-, Server-Zusammenschluss, so, ja, das ist ja, für den WoW-Spieler von 2006 ist das Science-Fiction. Und das zeichnet natürlich ein Stück weit ein anderes Bild, aber deswegen machen sie es ja jetzt, sogar getrennt vom Pre-Event und weit entfernt vom Add-on, um das hoffentlich dann gut zusammenzufügen. Und darum erlaube ich mir weiterhin guter Dinge zu sein. Könnte aber sowas von verstehen. Mit Zähneknirschen natürlich, ja, weil ich will spielen, aber ich könnte verstehen, wenn sie sagen, wir müssen ein bisschen nach hinten rauslagern. Aber das ist ja keine Entscheidung, die jetzt irgendwie ein Chris Metzen trifft, ja, und sagt, Leute, das ist es nicht. Und der Entwickler da hinten, der sagt, der Krieger ist noch nicht fertig. Ja, das juckt, fürchte ich, nicht so, wie man es vielleicht gerne hätte. Man merkt, wo bist du hin, dass man viele Entwickler entlassen hat, das kommt natürlich hinzu. Und ein CEO gegen wen anders ersetzt wurde, dazu wenig getestet intern, das ist natürlich schon ein großer Punkt, auch der Abbau der letzten Jahre durch verschiedenste Gründe. Es sind ja nicht alle wegen Skandalen gegangen, ne? Viele hatten eine lange Zeit bei Blizzard, haben sich jetzt neu orientiert, intern neu aufgestellt. Mittlerweile gucke ich Entwicklervideos zu SOD oder so und kenne auch gar keinen mehr. Ja, ist auch okay, man lernt die kennen, aber es gab eben einen Wechsel, will ich damit sagen. Ja,
scheiß drauf, ob du die kennst. Sie sollen einen guten Job machen und ich denke, das tun sie. Aber man hat es eben doch gemerkt, ja, auch dieser jahrelange Abbau dann von, wie sagt man, lokalisierten Stellen, deutscher Community Support, was auch immer, ja, all diese Bereiche. Also dieses Aufsummieren zeichnet natürlich auch ein Bild, vor dem man ein bisschen Angst haben kann, ja. Aber dennoch denke ich, alle betroffenen Stellen wissen, wie wichtig so ein Add-on-Release ist. Das wissen auch die, die hinterher nur die Kohle zählen und die Zahlen durchgehen. Und darum sind, denke ich, so oder so trotzdem alle bemüht, auch jetzt unter Microsoft, das Ding so zu schaukeln, dass es eben hinhaut. Und wenn ich mich dann wieder als positiver Lump auf die schönen Releases der letzten Jahre konzentriere und an die Roadmaps und Planungen denke, die alle so weit hingehauen haben, und daran denke, dass sie jetzt auch einen Plan hatten für diesen Technikbums und entsprechende Zeitabstände, ja, dann sehe ich das durchaus mit einem gewissen kritischen Blick. Aber sage, ey, kann halt auch einfach sein, dass geil wird, ne? Was wäre denn, wenn geil wird? Let's go. Ich believe Blizzard. Die kriegen das hin.